Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JBCars TV und ich weiß ehrlich nicht, wann ich das letzte Update-Video gemacht habe, aber ich dachte, es ist Zeit für ein weiteres. Ich habe den heutigen Tag ausgewählt, denn heute ist mein Geburtstag, mein 21. um genau zu sein. Also darf ich jetzt in Amerika legal Alkohol trinken. Also, Rob, Gretchen, James, Nora, next time I'm coming over, we can have a drink together. Looking forward. Sometime in the future. Also was für News habe ich denn? Nun, ich habe mir ein Ansteckmikrofon gekauft, über das ich gerade meine Stimme aufnehme. Das ist natürlich sehr praktisch dann für so Fahraufnahmen, zum Beispiel für die Suche nach dem perfekten Auto oder auch für andere Sachen, wenn ich draußen bin. Also wird somit die Tonqualität deutlich besser. Und die Bildqualität wird jetzt auch deutlich besser, denn ich habe mir zwei Dauerleuchten gekauft. Ja. Ich habe mir zwei Dauerleuchten gekauft, eine von welche mir gerade ins Gesicht leuchtet und somit sind Innenaufnahmen jetzt auch deutlich schöner. Wahrscheinlich. Das ist das erste Mal, dass ich sie in einem Video wirklich ausprobiere, also sagt mir doch, was ihr zu dem Equipment sagt und ob es deutlich besser aussieht und sich anhört. Ich finde schon. So, Video-News. Eigentlich wollte ich am Samstag ein Halloween-Special bringen. Ich war nämlich auf einem Fotoshoot mit dem neuen Auto von meinem Vater, ein BMW M6, und wir haben Nachtaufnahmen, Nachtfotos gemacht. Es war ziemlich cool und die Fotos sahen auch sehr gut aus, aber ich habe die Videoaufnahmen verkackt. Außerdem hatten wir nur eine Kamera, nämlich die da, dabei, und somit konnte ich nicht mich filmen, wie ich Fotos gemacht habe, und am Schluss waren einfach die Aufnahmen, sag mal, nicht gut genug, damit ich selber damit zufrieden bin, wenn ich ein Video daraus mache. Deswegen gibt es halt kein Video darüber, aber wenn ihr die Fotos sehen wollt, ich glaube, ich lade irgendwann demnächst mal auf Instagram welche davon hoch, also fahrt doch mal da vorbei und schaut euch das an. Außerdem haben wir am letzten Wochenende unser großes Filmprojekt fertig gemacht, gerade noch rechtzeitig für die neuen Covid-19-Regeln, die das Ganze unmöglich gemacht hätten. Und jetzt aktuell bin ich gerade daran, diese Episoden zu schneiden. Sobald die Episoden fertig geschnitten sind, wird es einen Trailer geben in naher Zukunft. Ich plane mal so gegen Dezember. Was wird denn demnächst sonst noch kommen? Nun, es wird mehr Videos mit meinem neuen Auto Amelia geben. Wer es noch nicht weiß, ich habe mir ein neues Auto gekauft. Und ich habe auch ein Video darüber gemacht, das super gut ankam. Also danke dafür. Das Video hat innerhalb von einer Woche über 500 Aufrufe, was, glaube ich, für ein Video, das nirgendwo geteilt wurde, ein neuer Rekord ist. Also wirklich danke von ganzem Herzen, das bedeutet mir viel. Auf jeden Fall werde ich mit Amelia noch ein paar Videos machen. Fest geplant sind demnächst, dass ich die Sticker entferne und dass ich ein Video darüber mache, welche Dinge mir an dem Auto gefallen und welche mir nicht gefallen. So ein bisschen wie ich bei dem 147 bei Gina gemacht habe. Mit dem Autotest von Amelia möchte ich aber noch bis zum Frühjahr warten, bis die Sommerreifen wieder drauf sind und es wirklich schön draußen ist. Aber apropos Autotest, es ist geplant, dass demnächst ein neuer gemacht wird, und zwar von dem Porsche 911er Turbo Cabrio meines Nachbarn. Das ist ein ziemlich großer Deal und eigentlich wollten wir das schon filmen, aber das hat dann wegen Wetter nicht funktioniert. Und wir können dieses Video, glaube ich, selbst innerhalb der neuen Covid-19-Regeln filmen. Aber eigentlich hatte ich schon einen anderen Autotest gefilmt. Ich habe mit meinem Kumpel Bernie unsere zwei 3er BMWs verglichen, unsere Diesel-Kombis. Aber da waren sehr viele harte Windgeräusche drin und deswegen überlege ich, ob ich es trotzdem veröffentliche oder ob ich es neu filme, vielleicht mit dem neuen Mikro, damit das Ganze etwas eingedämmt wird. Muss ich noch gucken. Ansonsten sind weitere Videos geplant, die ich halt jetzt innerhalb der neuen Covid-19-Regeln ohne Probleme filmen kann. Wenn ihr was anderes sehen wollt, was ich vielleicht zu Hause hier machen kann, was wie Reaktionsvideos auf andere Autovideos oder Reaktion auf Subreddits oder irgendwas anderes, dann schreibt mir in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich bin immer für Ideen offen und suche auch natürlich was, was ihr gerne anschauen wollt. Ne? Ansonsten will ich mich nochmal bedanken. Das Feedback zu den Videos in den letzten Wochen war irre. Also nicht nur zu dem Amelia-Video, sondern auch zu den anderen Videos. Ich glaube, ich habe mittlerweile 6 oder 7 Videos, die mittlerweile über 1000 Aufrufe haben.
manche, die wirklich über Zeit, die ganze Zeit gestiegen sind, also der Gina-Autotest zum Beispiel, ist mittlerweile bei 3.500 Aufrufen. Und das ist echt beeindruckend, also danke dafür. So, ich werde jetzt irgendwie diesen miserablen Geburtstag genießen und ihr driftet doch eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf den Like-Button, fahrt mal bei meinem Instagram vorbei und ich sehe euch im nächsten echten Video, vielleicht diesen Sonntag. Ciao.